Wir fördern Kunst, Kultur und soziales Engagement in unserem Geschäftsgebiet. Sparkasse Eichach-Schrobenhausen. Gut für die Region. Unter dem Motto Erfolg beginnt im Kopf, was wir von Spitzensportlern übernehmen können, lud die Sparkasse Eichach-Schrobenhausen zum diesjährigen Sparkassenforum in die alte Schweißerei der Bauer AG ein. In diesem Jahr konnte Vorstandsvorsitzende Birgit Zischek den Sportpsychologen des Deutschen Fußballbundes Prof. Dr. Hans-Dieter Herrmann als Gastredner präsentieren. Welche psychologischen Prinzipien aus dem Leistungssport können wir für unseren beruflichen Alltag übernehmen? Ah, da gibt es eine ganze Menge, die man übernehmen kann. Aber ich glaube, nehmen wir mal, das Wichtigste ist, dass wir mit unserer Energie gut umgehen, dass wir zum Beispiel gut regenerieren, wenn wir Leistung gebracht haben. Weil was man aus dem Sport vor allem mitnehmen kann, ist, man kann nicht einfach immer nur leisten. Man muss irgendwo den Akku auch wieder aufladen. Und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen tun. Aber das würde ich mal ganz vorne anstellen. Wie schafft man es, sich in schwierigen Situationen immer wieder zu motivieren? Ich denke da jetzt an einen Schweinsteiger, an einen Lahm oder an einen Reus, die sich ja nach Sportverletzungen auch wieder motivieren müssen. Wie schaffen die das? Na, die haben so viel Freude an dem, was sie machen. Also die machen ja nichts lieber als kicken. Die machen das ja nicht, weil sie es beruflich müssen, sondern weil sie innerlich sehr motiviert sind dafür. Und insofern folgen die einfach nur ihrem Herzen. Sie wollen gern wieder spielen und das automatisch ergeben sich ja auch sportliche Ziele. Und dann gibt es immer zuerst dieses, hoffentlich bin ich bald wieder fit. Dafür tun sie jeden Tag etwas in Verbindung mit den sportlichen Zielen. Da müssen die nicht extra sich motivieren, sondern das ist einfach gegeben. Also das ist ihr nächstes Ziel jeweils. Angenommen, ich habe einen wichtigen Vortrag, einen wichtigen Termin, eine Besprechung und Angst davor, dass ich es nicht schaffen kann, meine Ziele zu erreichen. Was kann ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Indem ich mir Ziele setze, die ich mir auch selber zutraue. Also kleine Ziele setze zum Beispiel. Aber natürlich das Allerwichtigste zunächst ist, dass ich mich wirklich gut vorbereite auf das. So wie die Sportler auch aus einem guten Trainingszustand nur in ein Spiel gehen können, so ist es da auch, dass sie sagen, okay, habe ich Sorgen. Dann werde ich die doppelte Zeit aufwenden, mich vorzubereiten, werde es vielleicht sogar mal durchspielen mit jemand, so wie man das auch im Training macht, ein Trainingsspiel. Das kann man ja auch zum Beispiel vor der Kamera machen oder in anderen Situationen. Also es ist tatsächlich auch mit etwas Arbeit dann verbunden. Das geht nicht von selbst. Bereiten Sie sich mental auf Ihre Vorträge noch vor? Ja klar, und das würde man auch merken, wenn nicht, weil es sind immer andere Menschen da, es gibt andere Themen, es gibt andere Schwerpunkte, über die man spricht und das ist auch ein gewisser Respekt geben über dem Publikum, dass man immer wieder durchgeht, auch vorher, was möchte ich hier machen, was würde jetzt zu diesem Publikum besonders gut passen und deshalb sind nicht nur mental, sondern auch wirklich handwerklich Präsentationen zusammenstellen, ist da schon immer eine ganze Menge an Arbeit dahinter, bis so ein Vortrag steht. Sie haben es vorher auch kurz schon angeschnitten, das Thema quasi Leistung, Leistungssteigerung, Selbstoptimierung. Ist das nicht gewissermaßen auch ein Widerspruch zur Gesundheitsmanagement und Prävention? Sie arbeiten als Professor ja auch an der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ja, es muss tatsächlich zusammenpassen. Also ich bin keiner, der immer sagt, da muss immer mehr kommen und die also sich fast ausquetschen, sondern es ist eine Frage des Ausgleichs auch zwischen Anforderungen und Erholung, Akku aufladen, habe ich vorhin gesagt, aber auch manchmal mit Blick auf bestimmte Dinge sich vorzubereiten. Also für viele Menschen ist es furchtbar, dass sie das Gefühl haben, sie müssen immer perfekt sein und wenn nicht, in Selbstzweifel gehen. Da hilft es dann sehr, wenn man auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen mitbringt, seine eigenen Stärken kennt, auch wenn es vielleicht mal eine Zeit lang nicht so gut geht, dann kommen auch wieder andere Zeiten. Aber diese sich immer unter Druck setzen, immer perfekt sein wollen, das ist schon eine ganz bittere Geschichte und hat für viele Leute auch echt negative Folgen. Was ist für Sie persönlich Erfolg? Also Erfolg ist vieles. Ich würde für meinen Bereich, für diesen Leistungsbereich, ist Erfolg immer das Übertreffen einer Vorleistung. Eine individuelle Vorleistung, die ich gerne das nächste Mal noch besser machen möchte. Aber Erfolg gibt es vor allem in unserer Gesellschaft ganz vielen anderen, der auch nichts mit monetären oder mit Zahlen oder so zu tun hat. Beispielsweise ist es ein Erfolg, wenn sich viele Menschen um Leute kümmern, denen es nicht so gut geht. Das ist Erfolg in einer Gesellschaft. Wenn sich viele Menschen verstehen, das ist Erfolg, das ist viel wert. Also solche Sachen. Ich möchte eben den Erfolg nicht nur auf Leistung reduziert wissen, sondern
erfolgreich kann man in vielen Bereichen sein. Vielleicht, wenn Sie noch mal ganz kurz uns einen Einblick geben könnten in eines Ihrer schönsten Erlebnisse. Sie sind ja seit 2004 quasi, begleiten Sie die Nationalmannschaft. Was ist denn für Sie so ein persönliches Highlight gewesen, emotional? Es gab ein paar in Berlin, unglaublich, wenn so viele Menschen sich freuen. Das galt aber auch schon vor ein paar Jahren, war das auch schon so. Tolle Erlebnisse, und da will ich immer dankbar sein, dass ich da dabei sein durfte. Professor Dr. Hans-Dieter Herrmann ist seit 10 Jahren der Mentaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er betreute außerdem die TSG Hoffenheim und andere Spitzensportler. Den WM-Titelgewinn in diesem Jahr erlebte er in Brasilien hautnah mit, und er zeigte auf, was eine perfekte Mannschaft leisten kann, wenn alles auf dem Punkt genau stimmt, gerade auch mental. Fast 700 Unternehmer aus Politik, Wirtschaft und zahlreiche Sparkassenkunden waren begeistert vom Vortrag, dem tollen Ambiente, und konnten sich danach beim Buffet zum Thema austauschen. Wie haben Sie denn den Vortrag erlebt? Ja, wunderbar. Was können Sie für sich mit rausnehmen, mit nach Hause nehmen? Doch einiges an Motivation und an, ja gut, ein paar Dinge, was man mal überlegt und dann doch wieder anders drüber denkt. Schon, ja. Ist was Passendes dabei? Auf jeden Fall, ja. Ja, also für mich war es, ich war begeistert von dem Vortrag. Man kann selber so viel mitnehmen, gerade bei mir jetzt im Beruf. Wie ich meine, ich bin seit 1. Mai Bürgermeisterin in unserer Gemeinde und ich habe mir schon gewisse Ansätze mitgenommen, wie ich meinen Gemeinderat motivieren kann. Und ja, es war ein toller Abend. Oh ja, mir hat es gut gefallen. Man kann sich einiges für sich persönlich rausnehmen oder auch für... Ja, wenn man Oma integriert ist. Ja. Zum Beispiel, was hat Sie besonders bewegt? Wo sagen Sie, das war besonders toll, das kann ich wirklich umsetzen vielleicht auch? Ja, dass man die Leute aufbaut irgendwie. Und nicht bloß immer das Negative sieht. Ja. Also ist auf jeden Fall sehenswert und hörenswert. Ja, war es. Doch, war sehr schön. Spitze, sind viele Sachen dabei, die man sicherlich irgendwo selber so macht. Aber mal so benannt bekommen und so zusammengefasst und das gerade mit dem Sport zusammengebracht, fand ich sehr, sehr erquickend. Ja. Was nehmen Sie persönlich jetzt nochmal mit, so als besonderen Punkt, wo Sie sagen, oh ja, das war für mich ein Aha-Effekt? Eigentlich denke ich mal viele Dinge, die man selber so macht, aber man ist sich den Dingen oftmals nicht so bewusst. Das kam mir gut zum Vorschein. Ja gut, in der Summe war das ein ausgezeichneter Typ, sehr angenehm menschlich, hat bodenständig die Dinge rübergebracht, also das war richtig... Richtig, sehr gut. Ja. Also erstens mal war er extrem kurzweilig, vom ersten bis zum letzten Satz. Er hat es nicht nur fachkompetent, sondern auch hochsympathisch und lebendig rübergebracht. Naja, was kann man mitnehmen? Also ich glaube, einfach dieses positive Denken, dass wenn man von sich selber nicht überzeugt ist oder wenn man sagt, mistige Umgebung, schlechter Tag, dann kann man auch nichts mehr davon erwarten, sondern man muss sich der Herausforderung stellen. Und dann wird es auch gut. Ich glaube, das ist die zentrale Botschaft des Abends. War ganz hervorragender Vortrag, unwahrscheinlich einfühlsam. Er ist auch sehr authentisch rübergekommen, wie der Kollege schon gesagt hat, überaus sympathisch, glaubwürdig. Also es hat mich schwer beeindruckt. Welchen Punkt nehmen Sie für sich jetzt mit nach Hause persönlich? Ja, also es waren verschiedene wirklich sehr treffende Beispiele. Besonders eingeprägt hat sich bei mir dieses Beispiel mit dem Arzt, ne? Also man muss an sich glauben und man darf sich auch nicht einreden lassen, das funktioniert nicht. Und gerade wir in der Politik stehen ja tagtäglich vor so Herausforderungen und man ist auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Muss auch Niederlagen mal einstecken und dass man daraus durchaus auch stärker hervorgehen kann, denke ich, das ist so ein bisschen ein Fazit für den heutigen Abend. Also ich habe den Vortrag als sehr anregend empfunden. Ich nehme viele Denkanstöße mit und Ideen für einen Arbeitsalltag. Ja, und jetzt warte ich noch, dass ich eine Frage stellen kann. Ja, also es hat mich sehr inspiriert. Also vom Empfinden her habe ich das relativ gut empfunden. Man weiß ja schon sehr vieles, es ist ja sehr vieles bekannt. Man setzt es nicht immer so gut um, also das ist schon. Allerdings also diese kleinen Anstöße wieder mal zu schauen, praktisch wo steht man, ist man am richtigen Platz. Was denke ich mir für die Zukunft? Ja, ist okay. Was finde ich als Ausgleich? Denke ich mir, ist auch ganz logisch, auch ganz wichtig. Und ich habe das ganz toll gefunden und ich stehe jetzt auch hier an, praktisch, weil das ja so eine Möglichkeit ist, noch mal einiges zu hören. Gerade jetzt auch für die Mitarbeiter von uns, ich bin in der Caritas-Sozialstation
Und deswegen denke ich mir, würde ich jetzt ganz gern mit dann freuen, wenn man eventuell mit ihm ein bisschen reden kann. Weil in dieser Preisklasse können wir uns keine Beratung leisten. Dann drücke ich die Daumen, dass es noch klappt mit dem Interview. Also ich habe ihn super interessant gefunden. Ich bin jetzt hier nicht Firmenvertreter oder so. Ich bin jetzt eigentlich so mit und auch bin als Mama eigentlich auch. Nehme ich mir meine Sachen mit und ich finde es ganz interessant, auch so für die Kinder die Motivation zu finden, dass es einfach wichtig ist, dass man als Familie das alle mitnimmt, dass alle sie nicht aus dem Fokus verlieren. Also hat mich sehr berührt stellenweise auch manche Szenen. Ich habe es ganz, ganz toll gefunden. Ganz toll. Ja, Frau Zischek, Sie haben ja mit dem Professor Herrmann wirklich so eine Koryphäe hierher geholt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, wir haben ja jedes Jahr unser Wirtschaftsforum oder unser Kundenforum und wir haben da einen entsprechenden Anbieter, der uns immer die Referenten vermittelt und da wissen wir, dass wir immer sehr gute Informationen kriegen und gute Referenten kriegen und es ist auch dieses Mal ist es uns gelungen. Wie haben Sie persönlich den Vortrag erlebt von Professor Herrmann? Absolut positiv. Nicht nur fürs Fußball, sondern weil es einfach auf die tägliche Praxis anzuwenden ist und für mich auch viele, viele Dinge, die ich selber mitgenommen habe. Ja, Sie haben selber ja gerade eine sportliche Höchstleistung vollbracht mit der Fusion auch. Wie haben Sie es denn geschafft? Das ist sicherlich ja nicht immer leicht, sondern auch eine Herausforderung. Sie das geschafft, sich selber dann zu pushen und sich und Ihre Mitarbeiter zu motivieren? Da waren auch einige Punkte drinnen, die der Herr Professor Herrmann gebracht hat. Ich denke, es geht nur im Team. Er hat es ja selber auch angesprochen. Wir waren eine ganz tolle Mannschaft und unsere Mitarbeiter haben gewusst, für was sie es tun und haben sich wirklich immens engagiert. Und damit ist man selber auch entsprechend motiviert. Natürlich ist es mehr Aufwand, natürlich ist es sehr intensiv, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also ich fand ihn ganz hervorragend. Wir hatten ein unheimliches Glück mit dem Professor Herrmann, denn als wir ihn gebucht haben, war er noch gar nicht sicher, in welcher Rolle er dann heute hier antreten kann und dann quasi den Chefpsychologen der deutschen Nationalmannschaft heute hier in Schrobenhausen bei der Sparkasse Eichach-Schrobenhausen ist natürlich eine Wahnsinnssache. Welche persönlichen Punkte nehmen Sie für sich mit, für den Berufsalltag? Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man jeden Tag wieder aufs Neue versucht, sich zu motivieren und auch den Selbstantrieb zu finden, dass man jetzt nicht nur wegen Geld oder wegen irgendwas dann in die Arbeit geht, sondern dort auch den Sinn sieht und diesen Sinn jeden Tag wieder zu suchen, das ist, glaube ich, entscheidend. Wir fördern Kunst, Kultur und soziales Engagement in unserem Geschäftsgebiet. Sparkasse Eichach-Schrobenhausen. Gut für die Region.